Und weiter geht es mit einer süchtig machenden Folge in meinem Card and Fart Shop. Wir öffnen den Laden und müssen eigentlich nochmal die Preise anpassen. Obwohl, wir lassen die erstmal reinkommen. Und dann öffnen wir vielleicht gleich direkt nochmal zu Beginn vielleicht ein paar Packs. Ich glaube, das könnte vielleicht unsere Sucht erstmal befriedigen. Warte mal, die machen wir immer noch in den Sale. Die Bulk Packs will irgendwie keiner haben. Wenn wir irgendwann immer mehr haben, setze ich die nochmal 10% runter. Eine Zeit lang ging die echt gut weg, aber aktuell irgendwie gar nicht. Und wir brauchen halt, ein bisschen mehr neue Waren hier. Aber was cool ist, wir haben aktuell keine müffelnden Dudes mehr im Laden. Wenn die Ladies stinken, das mag ich, aber die Dudes, das gefällt mir nicht so. Okay, das heißt, da haben wir geregelt, wird direkt hier eine Karte genommen, dann können wir direkt mal Nachschub und eine schöne teure hier reinpacken. Warte mal, ich war auf der falschen Seite, ne? Ja, egal. Lassen wir jetzt drin, ist in Ordnung. Wir haben 1300, brauchen wir noch irgendwie Nachschub? Also wir haben hier doppelt, da haben wir 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 mehr als doppelt. Hier ist auch gut, rote Figur auch gut. Das sieht alles vernünftig aus. Ich würde sagen, dann spare ich jetzt erstmal auf die Figur, oder? Maschinen sind voll, mehr oder weniger. Okay. Na dann, öffnen wir mal ein paar Packs. Wir nehmen mal von allen etwas. Gucken mal, dass wir noch was Geiles ziehen. Wow, guck mal, aus einem epischen. Was ein Wunder. Aha. Das war jetzt eher Müll. Aus der Orange gekommen. Lass mich nicht im Stich. Ja, leider. So, was haben wir hier? 4, aha, 8 auch, ist in Ordnung. Kann man mitarbeiten. Blaue, komm. Die blauen war manchmal auch so ultra gut. Ja, das fängt schon mal gut an. Und hier. Blau. Boah, blau. Ich öffne gleich nochmal eine Handvoll blau. Die Basic Packs sind irgendwie die OGs, ne? Das sind einfach die OGs, Leute. Sobald wir die geöffnet haben, packen wir jetzt erstmal unsere teuren Karten wieder drauf. Dann machen wir ordentlich Cash. Natürlich mit 20% Aufschlag, keine Frage. Ja, wir haben direkt mal zu Beginn ein paar neue, nette Karten gezogen, ne? Muss man schon sagen. Der Dude füllt auf. 1600. Ja, eigentlich können wir weiter öffnen, ne? Warte mal. Vorrat hier. Der macht gerade epische rein, ne? Nee. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal episch holen. Ja, es passt. Blau. Blau war gerade gut. Jetzt haben wir wahrscheinlich nur Pech bei Blau, aber egal. Wir machen es trotzdem. Ich mache jetzt eine Handvoll Blau, dann eine Handvoll Orange. Und hoffen einfach auch nochmal auf richtig geile Karten. Aber so wie der Laden aktuell aufgebaut ist, gefällt es mir. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt. Aber mir gefällt es. Ist ja auch egal. Ich bin der Chef hier. Beschwerden in die Kommentare. Könnt ihr direkt euer Review geben. Aber es duftet hier. Die Leute glitzern. Hier kommen nur glitzernde Leute rein. Nur die Premium-Gäste. Ah, bis jetzt war da... Ah, so ein paar, die sind okay. 5 und 6, die kommen irgendwie gar nicht mehr zum Verkauf. Boah, ich habe einen Erfolg bekommen. 1000 Packs geöffnet. Ich bin schon alter Suchti. Ich bin schon ziemlich süchtig. Ich geb's zu. Da, der nächste, der duftet. Ja, also... Das habe ich gut geregelt, wie ich finde.
So, der nächste Stinker kommt. Kein Problem, no problemo. Genau, ich wollte einmal gucken hier. Figuren, wir könnten ja den holen. 34. Ledermaus. Ich weiß halt nicht, das sind ja Mini-Star-Plüschtiere. Ob die sich trotzdem mehr lohnt, weil vielleicht in einem Paket, hier sind vielleicht ja nur irgendwie 6 Stück drin. Aber hier sind dann vielleicht irgendwie 12 oder so drin. Wisst ihr, was ich meine? Am Ende ist natürlich egal, wenn wir alles haben. Dann wäre es am geilsten. Aber ich will irgendwie die hier haben. Die sieht cool aus. Die hat auch irgendwie was. Das ist die Weiterentwicklung von dem hier, ne? Die von dem, die von dem. Macht alles Sinn. Alter. Das sind die richtigen Legendaries hier, ne? Die will ich haben. Ich will dann irgendwann meinen persönlichen Ding von jeder Figur irgendwie einhaben, dass ich so hinten das so stylisch habe. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich spare jetzt erstmal auf die eine. Ich will eine Weiterentwicklung haben. Ach man, ich wollte doch 20% machen. Jetzt habe ich vergessen, wo ich jetzt nur 10% gemacht habe. Naja. Egal. So. Du bist fleißig am Einsortieren. Du bist fleißig am Kassieren. Das heißt, wir öffnen nochmal Packs. Orange. Lass mich durch den Stich, Orange. Gib mir ein paar schmackofatzige Karten. Das sagt man so im Kartenbusiness. Vertraut mir, ich bin Profi. Ich sag's doch. Orange lässt mich auch niemals im Stich. Orange und Blau. Einfach geil. Aber die epischen, da kam auch ein bisschen was rum, ja. Aber bis jetzt nur Müll eigentlich. Großteil war nur Schrott. Wir könnten jetzt nochmal richtig viele Bulk-Pakete ready machen, aber das ist alles voll eigentlich. Und hat sich bisher nicht gelohnt. Hat sich bisher wirklich nicht gelohnt, die reinzupacken. Die will keiner haben. Ja. Also Orange hat sich jetzt auch mega gelohnt, ne? Waren schon ein paar gute bei. So, dann füllen wir nochmal auf. Karten gehen immer ultra schnell weg, ne? Deswegen, ich brauche keinen zweiten Kartentisch. Obwohl ich hier auf 20% haue. Die Nachfrage ist mega hoch. Deswegen, der reicht. Der reicht vollkommen. Dann lieber investiere ich nochmal in neuen Kram. Also hier. Level 20. Die will ich auf jeden Fall trotzdem gerne haben. Ja. Eigentlich müssen wir auch die Decks hier holen, ne? Oder lass ich erstmal Figuren volle Decks. Ja, eigentlich auch nicht schlecht, ne? Wir haben die jetzt mit Level 18 ja freigeschalten. Könnte eigentlich zwei direkt freischalten. Aber dann habe ich nicht die Figur, aber dann habe ich dafür Decks. Müssen wir aber hier einmal umstellen oder wir packen die hier rein. Aber das sieht dann komisch aus. Übergangsweise vielleicht erstmal. Na, Ma'am. Ich glaube, die steht auf mich. Ich glaube, diese Lady steht auf mich. Wir machen erstmal Licht an. Erstmal Licht anmachen und dann wollen wir gleich weiter. Ah, ich weiß nicht, die Packs. Warte mal, wie sehen die denn preislich aus? Oh, die scheinen ganz gut zu. Oh. Wind und Feuer. Ich glaube schon erstmal die Packs. Ah, Wind geht noch nicht, aber Feuer. Ist ziemlich teuer, aber. Wir holen erstmal eins. Brauche ich noch irgendwas? Den blauen brauchen wir erstmal nichts.
Rot könnten wir nochmal holen. Oh, die Figuren. Die Fledermäuse. Die brauche ich nochmal. Ich glaube, die sollte ich auch holen. Also wieder pleite. Vor allem muss ich auch noch Rechnung zahlen. So. Gut. Aber so bin ich zufrieden. Hallo? So. Dann packen wir die hier noch rein. Komm, machen wir die noch da rein. So ein bisschen durcheinander, damit es ein bisschen aussieht, dass wir ganz viel Auswahl da haben. Hier die neuen Packs. Also, wo ist frei hier? Machen wir einfach mal. Prozent gewinnen. 15 Euro meine ich. Also wir da 20%. Wir lassen das erstmal so. Hauptsache wir haben neue Ware. Und dann erstmal da rein, dann irgendwann hauen wir die da rein. Aber eigentlich so gefällt mir das ganz gut. Dann bis das Regal hier ein bisschen leer ist, dann machen wir hier nämlich ganz viele Dingenskirchens rein. Warte mal. Wieder reinhauen. Dann doch einen leeren Karton. Dann packe ich nochmal Bulkpacks raus. Dann Hüllen da rein, dass wir immer eine Glashülle und einmal die hier haben. Und dann hier von auch ein paar raus. Dann packen wir hier die ganzen Packs und die Dinger hier. Damit wir da das haben. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich glaube, ich rede gerade in Kartenprofi-Sprache. Kann ich verstehen, wenn ihr es nicht versteht. Wenn ihr auch einen Kartenladen habt, dann versteht ihr mich. Aber ist auch nicht schlimm. Nicht jeder ist ein Kartenpro. Nein. Ich glaube, dann öffnen wir gleich nochmal was, ne? Also hier Nachschub. Oh, Spray. Wir brauchen eigentlich auch nochmal Spray. Das habe ich total vergessen. Ach, haut die hier rein. Kleiner Hund. Das wäre mal wieder klar, dass er sowas macht. So. Okay. Packs, bababam. Der macht gleich Feierabend. Einmal Spray noch. Muss zwar Versandkosten, aber egal. Warte mal. Könnten wir eigentlich hier nochmal holen? Spray. Episch und die blauen. Machen wir mal. Der kassiert, glaube ich, den letzten noch ab, ne? Und dann haut er auch ab. Na klar. Natürlich. Der kleine Schlawiner. So, nächster. Ups, ups. Nix da, du kriegst nichts geschenkt. Oh, mein Bulkpack. Mal jemand mit Geschmack hier. Er hat einfach den Müll gekauft, Ma'am. Sie haben Ahnung. Okay. Nachfüllen machen wir immer. Jetzt hat er es hier liegen lassen. Das heißt, ich hab das. Nein, unnötig gekauft, ne? Weil ich das nicht im Regal gesehen habe. So, wir machen den mal voll. Okay. Wir holen jetzt erstmal noch den ganzen Kram hier rein. Wo
warte mal, die können wir auch direkt auffüllen. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich die, habe ich so viele, dann können wir aber die anderen einfach öffnen. So. Was haben wir da nochmal? Epische. Gut, also es füllt sich doch langsam alles mehr, auch wenn wir einiges doppelt haben. Aber ich finde, es sieht gut aus und würde sagen, dann schließen wir den Tag hier mal ab. Ja, auch nochmal 2000 gemacht, aber weil wir nicht mehr so viel seltene, so teure Karten haben, verlagert sich das alles ein bisschen nach hinten mit dem Einnahmen. Aber es ist noch in Ordnung. Deswegen öffnen wir direkt mal, warten auf unsere Mitarbeiter. Sobald die da sind, öffnen wir dann den Laden. Dann geht's weiter. Wir haben auf jeden Fall schon mal neue Packs. Das ist ja schon mal ganz cool. Also ein ganzes Deck, ne? Ein Feuerdeck. Warte mal, sollte ich vielleicht auch ein Feuerdeck mal aufmachen? Ah, ja, ja, ja. Weil die sind sehr teuer, ne? Aber ich habe irgendwie Lust, mal ein Feuerdeck aufzumachen. Das sollte ja eigentlich auch funktionieren, oder? Oder können wir die nur so verkaufen? Eigentlich müsste es ja gehen. Rein theoretisch. So, ich mache jetzt einmal in Ruhe alles auf und danach lassen wir die Leute rein. Warten wir noch kurz auf Johnny. Ich habe gerade gesehen, er taumelt gerade wieder rein. Mit seinen Gesundheitssandalen. Mit dem, oder den Birkenstock hat er, glaube ich, an, ne? Keine Ahnung. So, komm. Wir machen... Ach, kleiner mieser Gauner. Holt er noch genau die hier? Ah, ich raste aus. So. Ah ja, Preise. Ich muss eigentlich die Preise anpassen. Ich weiß nicht, ob ich alles auf 20% hauen soll, aber dann habe ich das Gefühl, dass die weniger kaufen. Aber da muss man auch so sehen, dann würde man ja auch eigentlich immer ein bisschen Ware sparen. Ich weiß nicht, ob es sich mehr lohnt. Komm, wir hauen die mal 20% runter. Diese Bulk Packs. Und schauen mal, wie sich das dann alles entwickelt. Spray des Zeugs. So, dann nochmal die Würfel. Nein, ich glaube, viel macht sich da aber nicht. Ah, ein bisschen. Manche sind sogar ein bisschen teurer geworden. So, die gehen direkt mit ihren Griffel an die Karten hier. Deswegen, ich muss wieder was öffnen. So, warte mal, ich wollte jetzt mal testen. Können wir doch auch öffnen, oder? Nee, schade. Wäre cool gewesen. Schade, schade, schade. Naja. Aber noch ist alles da, ne? Ich wollte noch einmal schauen. Etwas teuer. Ja, dann lass. Die sind halt teuer, ist halt so. So ist es nun mal, Bro. Das heißt, er hat es dann nicht mitgenommen, weil es ihm zu teuer ist, ne? Spray. Wir müssen auf jeden Fall nochmal Spray holen. Nochmal Spray, dann vielleicht nochmal die hier. Ich überlege, ob wir noch irgendwas holen. Vielleicht nochmal die hier, damit wir da einmal auffüllen können. Oder wir hauen die drauf. Ne, wir holen nochmal die Schweine. Ups, haben wir eigentlich alles da, aber wir haben hier oben eine Lücke. Ich weiß nicht, ob wir dann nochmal da Cubes draufpacken sollen. Wir machen jetzt erstmal die Bestellung. Und dann gucken wir später weiter. So. Und weg damit. Alles klar. Können wir die auch nochmal auffüllen? Jetzt ist hier komplett alles voll. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall bald Lagerregale.
Nein, 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 das mache ich. Dann zu knicken, Bro. Box ist leer. So schnell geht's. Okay, was hast du hier liegen lassen? Ach so. Das sind die, die ich eigentlich öffnen wollte. Kleiner Gauner. Hoffen wir mal, dass wir wieder was Ordentliches ziehen. Soll ich den leeren Karton erstmal behalten? Mal. Können wir auch mal wieder auffüllen? Auch wenn wir sehr viel im Moment davon haben. So, machen wir mal eben. Und dann ziehen wir gleich noch weiter ein paar Packs. Alter, wir haben da fast 3 Kartons voll mit denen. Okay. Den lassen wir erstmal so stehen. Ui. Also wir brauchen wieder ein bisschen was mit mehr Wert. Noch loswerden würden, dann könnten wir Bulk Packs nochmal umstellen, dann können wir nochmal vielleicht nochmal so ein Deck hier holen. Aber ansonsten sieht es gut aus. Wir öffnen jetzt nochmal was. Irgendwie hat es ein Schnicker hier durchgeschafft. Wie hat er das geschafft? Ein Meister der Tarnung. Das gibt es doch nicht. Wir machen mal blau auf. Eine Hand blau, dann eine Hand orange. Wir brauchen mal wieder was richtig Geiles. Wir brauchen Geld. Ich will geile Ware. Ich will diese neuen Figuren eigentlich auch noch haben. Wir brauchen noch echt einiges zum Freischalten für die Lizenzen. Das ist kostspielig. Aber so ist nun mal das Leben. Sehr schön. Die hauen wir direkt gleich drauf. Danach öffnen wir noch mal Orange. Die guten alten Orangen. Aber wie hat der eine Stinker das da durchgeschafft? Das hätte ich echt gerne mal gewusst. Ich habe das doch ziemlich clever gemacht. So, 140. Alles klar. Was haben wir hier? Genau, die Balkdinger. Ja. Unordnung, der Kollege. Egal, wir hauen das jetzt so drauf. Okay, hat noch funktioniert. Einen weißen noch. Oh. Hey. Ich habe ich draufgepackt. Da machen wir einmal Orange. Wie versprochen. Und gleich wechselt wieder unsere schöne Musik. Bis jetzt nicht mal 4 Euro oder so. Das ist nicht gut. Okay, immerhin. Aber alles, was unter 10 ist, stört mich schon irgendwie. Ich will wieder so 20er, 30er, 60er. Aber eben fast 2000 wieder. Habe ich Miete und so bezahlt? Muss man gleich nachschauen. Auf jeden Fall haben wir ordentlich Zeit, Packs zu öffnen, weil die Waren, die hier stehen, das sieht alles gut aus. Und das Gute ist, wir haben ja eh alles doppelter. Deswegen kein Stress. Ah.
75. Sehr geil. Also hier ist echt alles da, ne? Sollen wir einmal drüber schauen? Aha, wir hätten jetzt hier eigentlich Platz. Vielleicht machen wir das so. Erstmal. Noch mal rote. Haben wir. Wir haben gar keine roten, oder? Nee. Stellung. So. Okay. Wir haben sehr viele von denen hier. Wir müssen mal überlegen, wie wir das machen. Vielleicht, dass nur die oberen vier so sind. Dann hier unten kommen die ganzen Hüllen als nächstes rein. Dann hier auch vier. Und dann kommen hier die Deck-Dinger. Wir haben hier die auch noch. Bulk-Pakete. Obwohl, jetzt ist, das haben wir Lücken im Regal. Ich lasse erstmal drin, sonst kann ich hier einen Karton reinpacken. Oh. Die drauf packen. Wir haben wieder 2000. Warten wir auf die Figur? Oder holen wir noch ein neues Deck? Weil das Deck hat sich ja auch noch nicht verkauft, ne? Ist irgendwie nicht so beliebt. Irgendwie nicht. Jetzt sagen wir, öffnen nochmal was. Sollen wir mal episch nochmal versuchen? Und wieder auf Lager herkommen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Oh, ich habe den weggekickt. Gebe die epische Hoffnung nicht auf. Komm, einmal so eine 300er Karte oder so. Komm schon. Komm schon. Ah. Ah. Das ist ja nur Müll. Als ob ich so ein Bulk-Paket öffne. Ernsthaft? Also geil ist was anderes. So, Sarazar wurde erstmal voll gesprayt. Aber wir haben gleich 2500, das heißt, wir könnten uns gleich die neuen Stofftiere, ja, die Lizenz holen. Wenn er bestimmt wieder so 400 oder so kosten, ne? Wir öffnen jetzt erstmal. Voll. Sieht eigentlich alles gut aus. Wir holen jetzt einfach die Lizenz, obwohl Rechnung. Ja, wir haben da ja eigentlich Zeit. Ich will diese Figuren haben. 125, okay, das geht. Das hätte ich mir jetzt irgendwie teurer vorgestellt. Das sind die hier deutlich teurer, aber wie viel? 8 Stück sind hier drin. Guck mal, hier sind 8. Das heißt, hier sind mehr drin. Wenn man sich die Figuren anschaut, 52, ja okay, die sind aber auch mehr wert. Irgendwie, naja. Hauptsache, wir haben die. Brauchen wir noch was? Also, davon haben wir da. Orange geht auch langsam zur Neige, deswegen packen wir die schon mal rein. Das sieht noch alles gut aus. Irgendwas, das fehlt. Spray. Oh, schwarze Würfel. Warte mal, haben wir noch schwarze Würfel? Wir haben blau. Aber wir haben kein schwarz. Schwarze Cubes. Brauchen wir jetzt aber 450. Hm, hätte ich erstmal die Schocktiere nur geholt. Egal. Wir kommen erstmal ohne aus. Vielleicht machen wir gleich nochmal ordentlich Geld, wenn wir einen guten Kunden haben. Und ich öffne nochmal so durcheinander einmal. In der Hoffnung, dass da irgendwas Geiles bei ist. Aber irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Ah. Komm, blau.
Sonst öffnen wir gleich nochmal eine Handvoll Blau. Oh nein. Feierabend. Ich muss kassieren gleich, ne? Warte mal, wir öffnen ganz schnell die Packs noch. Die Mitarbeiter haben Feierabend gemacht. Ja, die sind da noch am gucken. Das ist gut. Kann ich auch ruhig einmal öffnen. Wir öffnen trotzdem gleich nochmal eine ganze Handvoll Blau. Das war auch noch Müll. Einen Augenblick, Sir. Ich habe gerade was Wichtiges zu tun. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich noch in der Hand. Ey, nur Müll. Was soll mal los? So, komm. Ah, das sieht doch vernünftig aus. Aber für die Bestellung reicht es immer noch nicht. Egal. So, du musst raus, Kollege. Feierabend. Aber wir haben 2800 gemacht. Gar nicht mal schlecht. Und von den Waren her, finde ich, sieht es schon ganz gut aus, oder? Also wir öffnen jetzt nochmal Blau. In der Hoffnung, dass wir nochmal was richtig Geiles finden. Aber sieht alles gerade alles andere als geil aus. Ja, ein Zehner. Immerhin. Nur Müll. Was ist denn da los? Nee. Nee. Ist auch nicht das Wahre. Aber wir kriegen, mir fällt gerade auf, ich muss jetzt ein paar Geld sparen, weil wir haben fast unser Level 20. Das heißt, es gibt da neue Karten. Ich würde aber sagen, das war's auch mit dieser Folge. Der kriegt erstmal Klatsch auf den Hintern. Der nicht. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Und bis zur nächsten Folge wieder.